So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video und gerade eben den Livestream soweit beendet, deswegen hier zur ungewohnten Zeit mitten in der Nacht noch ein Video extra hier im Olli-Redet-Kanal für euch, für alle die, die jetzt morgens früh zum Beispiel oder auch mitten in der Nacht das Video gucken, den Livestream verpasst haben. Wir haben darüber gesprochen, dass ja morgen soweit die Abstimmung über das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, die Abstimmung stattfinden soll. Die wird stattfinden von 12 bis 13 Uhr, wird soweit ein bisschen darüber gesprochen im Bundestag und danach direkt im Anschluss ist die namentliche Abstimmung. Und da gibt es drei sehr gute Entwicklungen, wie ich finde. Das ist einmal hier von der FDP. Da hat der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler gesagt, Zitat bei Twitter, die FDP-Bundestagsfraktion hat einstimmig beschlossen, den Gesetzentwurf für ein Infektionsschutzgesetz morgen im Deutschen Bundestag abzulehnen. Also einstimmig. Als nächstes von der AfD ist das Gleiche auch von Alice Weidel soweit bekannt geworden, dass sie sagen hier, Zitat, wir als AfD-Fraktion werden dem Bevölkerungsschutzgesetz einstimmig eine Absage erteilen. Und auch noch als drittes ist Dietmar Bartsch, der müsste der Bundesvorsitzende sein der Partei, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, Vorsitzender der Linksfraktion, sagt nämlich, wir brauchen... Oder Moment, die Linksfraktion lehnt das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung ab. Wir brauchen eine grundlegende Anti-C-Strategie. Es wurden viele Entscheidungen getroffen, die wenig logisch sind. Wir verteidigen die parlamentarische Demokratie. Also, drei Parteien quasi, die jetzt hier hingehen und sagen, oder Fraktionen, nein, das geht nicht, machen wir nicht mit. Wir haben das Ganze ausgerechnet, das wären diese drei zusammen, wenn alle davon wirklich Nein stimmen, 238 Stimmen. Allerdings haben CDU, SPD insgesamt alleine 398 Stimmen. Je nachdem, wie viele davon nicht abstimmen werden. Wer im Stream dabei war, wird es mitbekommen haben. Hashtag Klo-Deal. Ja, das heißt, einige werden bestimmt mal wieder einfach keine Stimme abgeben, gegebenenfalls zu der Abstimmungszeit kurz auf Toilette sein, wie wir das durch Bodo Ramelow ja schon gelernt haben, zur Thüringen-Wahlzeiten, dass man sich so einer Stimme dann enthält, ist ein ganz, ganz schlimmes Ding, wie ich finde, absolut nicht demokratisch. Und weiterhin über die Tagesschau haben wir dann noch gesprochen, was die Tagesschau nämlich um 20 Uhr berichtet hat. In den 20 Uhr Nachrichten haben nichts, wirklich gänzlich gar nichts darüber berichtet, dass morgen dieses Thema stattfinden soll im Bundestag. Und auch nicht wurde darüber berichtet, dass Demos in Berlin soweit stattfinden. Und ich weiß, einige sind gerade jetzt im Moment auf dem Weg dorthin, beziehungsweise kommen morgen früh an. Allerdings 12 der Demos wurden in Berlin um den Bundestag herum verboten vom Innenministerium aus. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann morgen gestalten wird, wie das Ganze aussehen wird. Also ich hoffe einfach, es wird eine friedliche Demonstration geben, wird keine Eskalation oder Ähnliches in dieser Richtung geben. Denn damit ist gar keinem geholfen, auf keiner, ja, in keiner Art und Weise, so ist es richtig ausgedrückt. Mir graut es davor, dass dieses Gesetz morgen dann wirklich durchgesetzt wird oder verabschiedet wird, so heißt es richtig. Danach soll es ja dann auch noch zu dem Bundespräsidenten, der das Ganze dann auch noch absegnet und das wird er auch machen. Er wäre so die letzte Möglichkeit, die es verhindern kann. Und dann wiederum, wenn es durch ist, läuft es darauf hinaus, dass es vom Bundesverfassungsgericht meiner Hoffnung und Glauben nach in die Demokratie, in das Gesetz, dass es dann aufgehoben wird. Aber diesen ganzen Schwachsinn könnte man sich doch eigentlich sparen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Also schreibt eure Meinung unten rein. Bis dann. Und 11.30 Uhr circa geht's los. Machen wir im Olli-Kanal drüben einen Livestream zu dem Thema. Ciao.